So Leute, herzlich willkommen zu der 151 Pokémon Challenge. Ich muss hier innerhalb 10 Minuten alle Pokémon eintragen, die es in der ersten Generation gab. Oh mein Gott, das wird voll krass. Ich hatte dieses Quiz mal vor gefühlten 3 Wochen mal mit dem Python Rage gemacht und ich hatte eigentlich ganz gut abgeschlossen. Ich glaube, ich hatte 140 Pokémon oder so, aber ich glaube, wir hatten sehr lange gebraucht. Ich glaube, wir hatten so 20 Minuten gebraucht oder so, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und ja, es war schon sehr schwer. Ich weiß nicht, wie viele Pokémon ich in 10 Minuten auflisten kann und welche mir einfallen werden, welche mir nicht einfallen werden. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, meine lieben Freunde. So, das Ganze ist natürlich auf Deutsch. Falls ihr das auch mal probieren möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. Der Link sollte unten in der Videobeschreibung sein. Und ich würde mal sagen, legen wir los mit Start Quiz. Oh mein Gott, warte, ich muss mich vorbereiten. Mein Endgegner oder mein Rivale in diesem... Bei diesem Quiz wird natürlich die Tastatur sein, denn ich bin nicht so gut in Dingens, also in Tippen. Tippen? In Tippen? Beim Tippen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, los geht's! Oh mein Gott. Bisasam. Bisaknosp. Ich bin ein Hurensohn. Hallo? Leute, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Glumanda. So.
Das war ganz schlimm. Ich hab Marshall falsch geschrieben. Das ist der Wahnsinn. Warum? Oh mein Gott, wie beschissen. Oh. Nein. Nein. Leute, das hier war voll schlimm. Ich hab sehr, sehr viel ausgelassen. Sehr viele vergessen vor allem. Ich bin nicht zufrieden. Bin wirklich sehr unzufrieden sogar. Weil 130 sollte man auf jeden Fall haben. Und wie viel hatte ich jetzt? Wie viel waren es? 113. Das war sehr mager. Man muss ja auf jeden Fall 130 bis 140 bekommen, wenn man ein richtiger Pokémon-Fan ist. Die meisten von dieser Liste kennt man eigentlich, aber man ist in diesem Zeitdruck gefangen, ja. Wenn es jetzt 12 Minuten gehabt hätte, wären mir auf jeden Fall noch 10 Stück eingefallen. Weil man sieht dann die Liste und dann fällt es einem einfach so wieder ein. Zum Beispiel Zucano. Fucano weiß man einfach. Ponita, Carporogados. Ja, Porygon nicht unbedingt, aber Magma, Slimer, Slimog, nachdem man Dingens hat. Das wird sofort getriggert bei mir, sobald ich Smogon schreibe, aber diesmal komplett vergessen. Magnetilo, ja, Fleckmon nicht unbedingt. Anton, ich hab Anton vergessen, ey, ich schwöre. Ja, Knuddeluff bekommt ein Doppel-D, verdammte Kacke, wer schreibt denn sowas? Ich hab Nidorino vergessen, krass. Habitag und Ibitag habe ich auch vergessen. Krabi, Kingla, Austos, Mushas, ja okay, das geht noch, das kann man vergessen. War auf jeden Fall ganz schlimm. Hab ich auf jeden Fall ganz verkackt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal dieses Quiz hier probieren würdet und mir dann euer Ergebnis in den Kommentaren schreiben würdet, weil ich will gucken, wie ihr so abschneiden werdet. Ja, mich würde es auf jeden Fall interessieren, ob ihr alle Pokémon kennt und wie viele ihr bekommen werdet bei diesem Quiz. Ja, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich und dieses Video mit einem Daumen nach oben unterstützen. Man sieht sich demnächst hoffentlich wieder. Bis dahin, haut rein. Euer Bladeus.